Ich weiß nicht, ihr kennt das ja so bei 65. und 70. Geburtstagen, so geht mir das auf jeden Fall. Wenn man sich denn in so einer Gesellschaft versammelt, das Erste, was verkauft wird, sind Heizdecken. Kurz danach Kochtöpfe. Dann ist Berlin, Jungs, die wir heute Abend ehren wollen, ganz, ganz anders. Wir werden haben Ferkels, Fucki. Und wenn wir dann bedenken, 20.05.1941 ist dieses undenkbare Ereignis gewesen am Steger Dieg. Und aus dem mütterlichen Leib der Frau Kellenos machte es einen Doppelplop. Und da waren sie da, Toni und Willi. Die Jungs haben mich gebeten, heute Abend ausdrücklich keine Ehrengäste zu benennen. Dem Wunsch folge ich natürlich sehr gerne. Und sie haben gesagt, ihr, Sie alle sind die Ehrengäste des heutigen Abends. Und dafür nochmal herzlich willkommen. So, und jetzt, ich denke, ist es an der Zeit, die Geburtstagskinder, die es wirklich möglich gemacht haben, heute Abend diese Show wieder auf die Beine zu stellen, auf die Bühne zu rufen. Hier sind sie, 130 Jahre alt, 160 Kilo schwer, 100 Jahre Bühnenerfahrung. Für euch heute Abend auf der Bühne, Taxi Toni und Taxi Willi. Kennt ihr eigentlich all die Matches da, Unge? Alle. Alle? Wo waren die denn alle? Wo hat man denn? Wo ist denn die Sektion Mühlhausen? Mühlhausen, Arme hoch! La Strada, irgendwas da. Astoria. Brooks. Ja, wow. Hallo Hülz! Hallo Hülz! Wer ist denn als letzter rausgekommen? Habt ihr Licht ausgemacht in Hülz? Schön. Viktorianer. München. Da sind sie, mein. Alle sind sie da. Aber das Schöne ist ja, wir könnten den jetzt ins Ständchen bringen, aber das macht man normalerweise auf jedem Geburtstag. Wir können das gerne versuchen. Ich glaube, wir haben das nicht probiert. Aber ich denke, so ein Happy Birthday kriegen wir alle im Saal noch zusammen. 3, 4. Happy Birthday to you. Super, recht herzlichen Dank. Was schenken wir denen? Die haben es doch alle. Und gerade mit 65, man hatte doch wirklich alles. Und man kann die ja kaum noch überraschen, aber dennoch ist es uns gelungen, noch so eine kleine Überraschung aus dem Ärmel zu zaubern. Sie wissen ja, in der Musik, da macht man immer schnell mal Freunde. Eigentlich sind das Bekannte. Man macht auch ein paar Freundinnen. Das sind etwas anderes als Bekannte. Die Damen waren einem immer unterlegen. Und dann ist es so, dann gibt es aber doch ein paar Freunde. Und einen dieser Freunde haben wir heute Abend hier nach Krefeld bekommen können. Die Damen im Saal, die kennen ihn gerne, weil er mal gerne ein Schüsschen ins Süßchen tut, um dann ein bisschen vom Salätchen zu probieren. Toni und Willi kennen ihn von der Fernsehshow Schoten und Schätzchen. Und die Herren, die am Freitagabend nicht kegeln gehen und Kerner gucken, kennen ihn aus der Kochshow bei Johannes Kerner. Es ist nicht Johann Lafer, es ist nicht Tim Melzer. Einen herzlichen Applaus für den rheinischen Kochkönig schlechthin aus seinem Restaurant in Butzheim aus der Oldithek. Der Laudator für Taxi Toni und Taxi Willi. Herzlich willkommen, Horst Lichter! Schönen guten Abend, Dankeschön. Und ich finde es genial, schon mal ganz schnell vorab, dass der Applaus für Taxi Toni und Taxi Willi bedeutend lauter war als für mich. Dankeschön. Ich habe wirklich die Ehre, heute Abend eine sogenannte Laudatio zu halten für zwei Menschen, die ich eigentlich mal kennengelernt habe während einer Fernsehshow bei mir im Betrieb, wo man mir sagte vorher, pass mal auf, Horst, da kommen zwei total verrückte Typen an und die waren mal richtig scheiße berühmt. Man nannte sie damals die Beatles vom Niederrhein, die Guilty Brothers, Taxi Toni und Taxi Willi dabei.
Ich sage, da bin ich schon mal gespannt. Dann kamen die zwei, weil ich konnte sie noch nicht kennen, weil in dem Alter, ganz ehrlich, ich war mit den Windeln zwar schon flott unterwegs, aber da durfte ich noch nicht wirklich so viel Fernsehen gucken. Dann kamen die zwei rein und ich muss sagen, ich habe sie angeguckt in der Äugelschuss und habe gesagt, die zwei kannst du eigentlich nur gerne haben. Als ich mit denen in der Sendung gesessen habe und wir haben erzählt, habe ich gesagt, guck dir das an, die könnten auch ein Ehepaar sein. Die reden, wenn dann beide gleichzeitig und verbessern sich ununterbrochen. So, aber heute Abend würde ich, wenn ich könnte, den beiden einen Preis verleihen. Einen Preis, den wirkliche Superstars bekommen, weil das sind die beiden für mich. Eigentlich würde ich ihnen gerne einen Oscar verleihen. Aber nicht einen Oscar für die beste Schauspielkunst, nicht den Oscar für tolles Tanzen oder schönes Aussehen, auch noch nicht mal den Oscar für tolle Musik, sondern den Oscar für angewandte Lebenskunst. Weil das haben sie gemacht. Denn man muss eins mal ganz klar sehen, wenn man in dem Alter, wie sie jetzt sind, 65 Jahre, über 50 Jahre Bühnenerfahrung, das sind nicht Hunderte von oder Tausende von Menschen, die sie glücklich gemacht haben, die sie zum Lachen gebracht haben, denen sie ein wunderschönes Gefühl gegeben haben, sondern wenn man die vielen Fernsehauftritte noch dabei nimmt, die sie hatten, man muss mal überlegen, damals war Günther Jauch noch ja nix, aber da war Rudi Carrell schon ein mächtig großer. Und da waren sie eigentlich fast Stammgast. Wenn man das überlegt, Millionen von Menschen haben die beiden beglückt. Was sie alles geschafft haben, wo sie überall gewesen sind. Wenn man überlegt, dass sie heute sogar nach Las Vegas fahren. Unsere Jungs nach Las Vegas, wo sie eine Riesennummer geworden sind. Das ist alles genial. Ich könnte euch viel aufzählen. Ich habe hier in meiner Hosentasche eine wunderbar geschriebene Rede. Aber jeder, der mich kennt, weiß, alles, was geschrieben ist, ist Blödsinn. Vergesst es. Ich erzähle aus dem Herz raus. Als die beiden danach zu mir kamen, nach der Sendung zum Essen, war ich erstmal unglaublich glücklich, dass sie mich noch kannten. Ich habe sie dann richtig kennengelernt. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Freunde. Sehr viele Menschen, die ich kenne. Aber die beiden möchte ich nicht nur als meine wirklichen Freunde bezeichnen, sondern ich möchte sagen, eigentlich liebe ich euch zwei. Ich habe in 18 Jahren in meinem Betrieb in Butzheim viele, viele Menschen kennengelernt. Viele tolle Menschen, viele berühmte Menschen, viele einfache Menschen, viele Liebe. Und ab und zu, wie jeder von uns, auch mal so ein richtiges Arschloch. Ich habe aber eins den beiden zu verdanken, weil sie reservieren bei mir, und das ist genial, pro Jahr für jeden Monat einen Tisch für 12 Personen. Und bringen mir jeden Monat Menschen in den Laden, wo wir jedes Mal gespannt sind, wen bringen sie diesmal mit. Und eins muss ich sagen, und das ist eine hohe Leistung, bei all den Menschen, die sie mir mitgebracht haben, war bis jetzt noch niemals, auch nur ansatzweise, ein Arschloch. Da das heute Abend hier nicht meine Bühne ist, möchte ich meine Rede auch relativ kurz halten und nachher das genießen, was sie auch genießt, weswegen alle hier sind. Ich habe aber auch überlegt, was könnte ich den beiden schenken? Meine Bücher haben sie mir alle weggekauft, da war keine Möglichkeit mehr. Ihnen weltliche Dinge zu schenken, ist sehr schwer. Aber ich habe was vorbereitet für die beiden, wo ich denke, weil das mögen sie, glaube ich, würden sie sich darüber freuen. Ich habe Ihnen jeweils einen Gutschein geschrieben für lebenslanges freies Essen bei mir. Da ich aber nicht singen kann und auch keinen Ton treffe, geschweige denn, ich gebe dir mal die Kärtchen. Aber ich habe natürlich gehört, die haben geniale Musik geschrieben und ich möchte da auch was sehr, sehr
Schwieriges heute Abend mal mit euch ausprobieren. Wenn ihr eine Gitarre für mich auch hättet, wäre das genial. Vielleicht noch eine für euch beide, weil die haben ja Texte teilweise gemacht. Die sind sowas von anspruchsvoll. Das ist unglaublich. Ja, hängt mir mal so ein Geschoss um. Eine Welturaufführung. Horst Lichter an der Gitarre. Danke. Wo mache ich die an? Die haben mir nicht gesagt, wie die angeht. Moment. Ich gucke jetzt einfach ab, was ihr macht, ja? Ja, ja, gut. Ich lege mal Mikrofon auf Seite. Willi, mach mal ein bisschen Musik. Okay, können wir loslegen. So, nach dieser Gratulation wollen wir jetzt aber eigentlich mit dem beginnen, warum Sie, warum ihr heute Abend gekommen seid. Es ist wirklich ein Riesenprogramm, was wir vor der Brust haben, und es sind super, super Gäste. Und das wird, das Ganze, was wir in Uerdingen gemacht haben, wird mit Sicherheit noch einmal getoppt. Und wir fangen mit den Superstars des heutigen Abends an. Der erste Auftritt 1959 im Heinrich-Stift in Hülz in der Formation Tissel Keldenos Keldenos. Meine Damen und Herren, es beginnt die Rock'n'Roll Party Taxi Toni Taxi Willi 2006. Heute Abend für Sie an der Gitarre Werner Tissel. Heute Abend am Bass Cornelius Chor Lagerwart. An der Solo-Gitarre und im Gesang Hebes
Markus! Heute Abend zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder dabei, der Gründer des Taxi-Toni-Trios an den Keyboards, Heinz Hocks. Er war zwar bei der Entbindung erst als Zweiter da, jetzt kommt er als Erster an der Rhythmusgitarre, Taxi Willi. Und an den Drums, der älteste der Kellner-Zwillinge, Taxi Toni! Kelty Brothers! We'll be right back.
Herzlichen Dank. Vielen Dank. Es ist toll, dass wir zusammen heute Abend den Geburtstag von Taxi Toni, Taxi Willi feiern können. Mit Andi Tillmann zusammen 200 Jahre. 200 Jahre, wer hätte das gedacht, dass die Altenheime so lange Ausgang haben. Es ist fantastisch. Wir wollen euch heute Abend auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise vorwärts in die Vergangenheit. Die Einstimmung haben wir versucht mit einem Titel von Duane Eddy, Peter Gunn. Als damals das Fernsehen noch schwarz-weiß war, war dieses Lied die Titelmelodie von dem gleichnamigen Krimi. Und jetzt stellt euch bitte vor, ich weiß, das ist nicht einfach. Toni und Willi sind nicht 65, sondern Toni ist 18 Jahre alt. Willi ist 5 Minuten jünger. Ich bin 3 Jahre jünger als 18. Wir besitzen zusammen 2 alte Wandergitarren. Willi hat eine Mandoline und Toni kratzt jetzt sein ganzes Geld zusammen und kauft sich, nein, keine Trommel, dafür reichte das Geld nicht, er kaufte sich 2 Schlagzeugstöcke und lieh sich bei seiner Mutter einen Waschmittelkarton. Und damit ging's los, Toni trommelt. Ein Titel von damals, der hat es bis heute geschafft. 1955 wurde dieser Titel aufgenommen, zum ersten Mal von Carl Perkins. Und Carl Perkins singt, beziehungsweise wir singen heute Abend, das wunderbare Lied von den blauen Wildederschuhen. Für diejenigen, die des Englischen mächtig sind, das ist dieses wunderschöne Lied von den Blue Suede Shoes. Well, it's a 1 for the money. 2 for the show. 3 to get ready. Now go, cat, go. Well, don't you step in my blue suede shoe. For you can do anything. Well, lay off of them a blue suede shoe. Well, you can knock me down, step on my face, send my name all over the place. Doing the thing that you want me to, but oh, lay off of my shoe. Well, don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of them a blue suede shoe. Well, come on, let's hear it now. My car, drink my liquor from an old fruit jar. You can do anything you want me to, but I'll lay off of them shoe. Well, don't you step on my blue suede shoe. For you can do anything, but lay off of them a blue suede shoe. Let's hear it on the piano now. So 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, 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 don't you step on my blue suede shoe. For you can do anything, but lay off of them a blue suede shoe. Let's do it together now. A blue, blue, blue suede shoe. A blue, 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 blue suede shoe. Yeah. A blue, 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 blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. Blue, 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 and a real low, let me hear it real low. A blue, blue, and a blue suede shoe, yeah. Blue, blue, and a blue suede shoe, nah. Blue, blue, and a blue suede shoe, yeah. Blue, blue, and a blue suede shoe. A blue, 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 blue. A blue, blue, and a blue suede shoe, come on! A blue, blue, and a blue suede shoe, yeah. Blue, blue, and a blue suede shoe, yeah. Blue, blue, and a blue suede shoe, nah. Blue suede shoe, but you can do anything off of my blue suede shoe. Danke. 1955 sind da gerade erst 51 Jahre her. Immer noch jung, das Lied. Hennes
Hennes singt das nächste Lied, unser Solo-Gitarrist. Hennes kam 1961 zu uns. Mit Hennes zusammen wurden wir wirklich die Kelty Brothers. Und Hennes singt ein Liebeslied, wie es seine Art ist, über eine Nacht mit dir. Yo. Zu gut Deutsch, One Night. One. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan will make my dream come true. Yes, call my name and I'll be right at your side. I want you, sweet helping hand, a love too strong to side. Oh yeah, yeah. Always believe, very clever. I never did no wrong. No, I know love without you has been too. One night is what I'm now praying for. I want you, sweet helping hand, will make my dream come true. I never did no wrong. No, I know the love without you has been too lonely, too long. One night is what I know praying for. The change that we took to play will make my dream come true. All right. Irgendwie klappt da noch. So, mit dem nächsten Titel. Herzlichen Dank übrigens. Toll. Toll mit euch, tolles Gefühl hier in dieser Riesenhalle mit euch als Publikum. Danke. Thank you.
Hier stelle ich Ihnen dann nochmal mit großer Freude den Heinz vor. Heinz Hocks, der diese Ballade zunächst mal ganz allein mit dem Willi für Sie singt. Und ich empfehle Ihnen, gut zuzuhören. Der Text ist wunderschön. Auf dem Feld blühte weiß der Jasmin und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traume, da sah ich dich am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, mein Butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, mein Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Jedes Wort von dir klang wie Musik und so tief wie die See war das Glück. Eine Welt voller Poesie, die Zeit blieb für uns stehen. Doch der Abschied kam, ich musste gehen. Butterfly, mein Butterfly, jeder Tag mit dir war wunderschön. Butterfly, mein Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Es ist still, nur der Wind singt sein Lied. Und ich seh, wie ein Vogel dort zieht. Er fliegt hoch, hoch über Meer, im Sonnenlicht hinein. Gerne möchte ich sein Begleiter sein. Butterfly, mein Butterfly, jeder Tag mit dir war wunderschön. Butterfly, mein Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Butterfly, mein Butterfly, jeder Tag mit dir war so schön. Butterfly, mein Butterfly, wann werd ich dich wiedersehen?
wann werd ich dich wiedersehen? Wann werd ich dich wiedersehen? Wann werd ich dich wiedersehen? Butterfly! Den Song kennt ihr alle. Hier ist Hennes mit einer Reggae-Version von diesem tollen Lied. Der Titel dieses Liedes ist Tränen auf meinem Kopfkissen. Tränen auf meinem Kopfkissen. Oder, ja, richtig, hier könnt ihr Englisch. Tears on my pillow, Hennes. I can take it. Bist du da? I'm so lonely. She, I need you so. And I can take it how I wonder why you had to go. But baby, every night I wake up crying, tears on my pillow, pain in my heart, you. The good times that we had before. Oh, I remember, and all my heart, my very soul cried out for more. Oh, baby, baby, yeah. Every night I wake up crying. Promise to love me. You think you got me, you swear it. And I'll never forget where you be for me. You worked on my life and my very best time. The good times that we had before. Oh, I remember, and all my heart, my very soul cried out for more. Hey!
da mal eben aufklärenderweise ganz kurz nur. Wir Hülser, Krefelder, Fischelner, Oppomer und Linner und wie wir jetzt alle sehen,